Studio 9 auf dem Bavaria-Filmgelände. Noch sind die Ränge leer. Am Abend steht die Aufzeichnung der sechsten und letzten Folge Bully macht Buddy an. Das Besondere daran, diese Sitcom wird vor Live-Publikum aufgezeichnet. Die Proben zuvor. Regisseur Bully Herbig arbeitet mit den Schauspielern am Feinschliff. Zusammen mit dem Bildregisseur löst Bully die Szenen in verschiedene Kameraeinstellungen auf. Eine Probe von Anfang an, bitte. Wir gehen auf Anfang. Die Regieassistentin gibt klare Anweisungen für einen reibungslosen Ablauf. Die Positionen sind klar verteilt. Die organisatorischen Fäden am Set hält der Aufnahmeleiter in der Hand. Er hat immer die Uhr im Blick, um so die Zeitpläne einhalten zu können. Für ein perfektes Resultat sind das Licht, die Requisite und Maske ebenso wichtig wie die Bildgestaltung. Gedreht wird mit vier Kameras gleichzeitig. Die Kameraleute sind ständig in Kontakt mit der Bildregie. Hier laufen alle technischen Leitungen zusammen. Der Bildmischer schneidet die Bilder, der Tonmeister mischt den Ton, alles live vor Ort. So kann ich's. Innerhalb der männlichen Menschen. Selektion. Ich werde dir jetzt mal was über die Rolle der Sexualwirkstoffe innerhalb der menschlichen Reproduktion und Selektion erklären. Sag mal, liest du das ab? Text, Positionen und Timing sitzen. Die Aufzeichnung vor Publikum kann losgehen. Zu Beginn bringt der Warm-Upper die Zuschauer in Stimmung. Die Dreharbeiten laufen. Das Lachen auf den Rängen wird live aufgenommen und ist später im Fernsehen zu hören. Okay, könnt ihr drei bitte noch mal ein Schrittchen nach links? Ja. Und bitte. Wir wollen jetzt hier zu fünf. Aufnahmen werden manchmal wiederholt, Kulissen gewechselt, Kostüme getauscht. Szene für Szene entsteht bis zum Ende des Tages die sechste Folge der Sitcom Bully macht Buddy. Drehschluss.